Im Krankenhaus von TruePoint stimmen 52% der Patienten der Aussage zu, dass sie hier gesünder wurden. Unsere genauestens kalibrierte Ausrüstung wird von mitfühlenden Medizinern bedient. Viele von ihnen haben Medizin studiert oder zumindest Schwarzwaldklinik geschaut. Das Schildkrötensyndrom? Wir kümmern uns gern um Sie und Ihren nicht sichtbaren Kopf. Narzissmus ist nicht zum Lachen. Überlassen Sie sich und Ihre übergroße Nase einfach uns. Wir erschaffen eine strahlende Zukunft und wirklich nichts kann sich uns in den Weg stellen. Sie verdienen einfach das Beste, also kommen Sie ins Krankenhaus von TruePoint. Wir suchen neues Personal, neue Patienten und für Sie ein neues Ich. Kann ich jetzt golfen gehen? Ich habe um 3 Abschlag. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von TruePoint Hospital. Suchtspiel schon, wenn ihr so auf Krankenhauskram ein bisschen bauen, verwalten und sowas steht. Ist auf jeden Fall ganz geil. Wird wahrscheinlich auch so auf stündliche Folgen hinauslaufen. Einmal die Woche. Da kriegen wir schon Post. Die am wenigsten unbekannte Künstlerin von TruePoint County, Sarah Fitzpocket, steckt in einem kreativen Loch und will mit dem Supervirus-Netzwerk zusammenarbeiten, um diesem zu entkommen. Wir waren auch erst verwirrt, keine Sorge. Aber es scheint, als wollte sie nur, dass wir ein paar medizinische Aufgaben abschließen und sie zu einer Reihe von Arbeiten inspirieren, die sie Sinieren über Sterblichkeit nennt. Die Supervirus-Initiative hat ein globales Projekt gestartet. Nutzen Sie das Supervirus-Netzwerk, um zum Projekt beizutragen und Belohnung einzusammeln. Schauen wir uns mal an, würde ich sagen. Ach so, vielen Dank für die fortwährende Unterstützung. Sophie Nova, Geschäftsführerin von BungleTech. Wie ihr sehen könnt, ist man hier schon hart am Start und kriegt anscheinend immer wieder neue Leute zusammen. Ich kann nichts weiter aufnehmen. Ich schau mal kurz. Ja, hier müssen wir leider auf meinen Kumpel warten. Den da oben. Der macht das leider nicht weiter. Genauso wie hier. Genau, ist aber erstmal egal. Hier oben ging's. Globale Supervirus-Projekte. Dies ist das globale Supervirus-Netzwerk. Hier kannst du den Forschungsbaum eines aktiven globalen Projekts einsehen. Alle Mitglieder der Gemeinschaft müssen zusammenarbeiten, um dieses Projekt abzuschließen. Forschungsfelder müssen von einer bestimmten Anzahl Teilnehmer abgeschlossen werden, um den gesamten Forschungsbaum zu erkunden und die Siegesfelder für dieses Projekt zu finden. Jeder Teilnehmer kann nur ein Forschungsfeld gleichzeitig aktivieren. Wähle also mit Bedacht. Mit etwas Glück haben andere Teilnehmer bereits einige Siegesfelder abgeschlossen. Vergiss nicht, die entsprechenden Belohnungen einzusammeln. Yo, ich spiele das auf jeden Fall nicht blind, ne? So viel dazu. Ich habe das eine Zeit lang gespielt, dann habe ich es jetzt ein paar Monate nicht mehr gespielt. Ich glaube Monate. Ja, okay. Anderthalb Monate. Vor 36 Tagen habe ich hier zuletzt gespielt. Und ja, für euch fangen wir natürlich aber ganz von vorne an. Na, ich möchte ja nach und nach alles, was ich so schon gespielt habe oder bald noch spielen möchte, demnächst ja auch immer aufnehmen. Darum einmal dieses Vorzugelaber, wie auch immer. Wir legen aber einfach mal los. In Hoxford. Hier beginnt deine Karriere als Krankenhausleiter. Lerne die Grundlagen in deinem ersten Krankenhaus. Ja, wie ihr seht, alles ist von ganz vorne gemacht. Wir starten jetzt einfach mal. Ich glaube, ich hätte mein Krankenhaus gerade noch umbenennen sollen. Aber das habe ich jetzt gerade versäumt. Ich habe nämlich auf jeden Fall einen Private-Spielstand und Adrian hat hier auf meiner Konsole auch einen Spielstand. So, Krankenhaus von TruePoint. Willkommen im TruePoint County. Bist du bereit, dein erstes Krankenhaus zu bauen und ein paar Patienten zu heilen? Wir können nur zusagen. Wahrscheinlich willst du dich erst einmal umsehen. Das kenne ich schon. Nutze LS, um die Kamera zu schwenken und dich im Krankenhaus zu bewegen. Mit RT, LT kannst du ran oder wegzoomen. Dreh und neige die Kamera mit RS. Wir neigen. Wir bewegen uns. Und wir machen weg.
Aufnahme. Das Krankenhaus braucht zuallererst eine Aufnahme. Dort können sich die Patienten anmelden, wenn sie im Krankenhaus eintreffen. Bauen wir einen Empfangsschalter in der Nähe des Eingangs. Okay. Ach ja, hin und zurück. So. Objekte. Eine Aufnahme. Ich bin ja ein Freund davon, Aufnahmen direkt irgendwie hier an den Eingang zu setzen. Darum, zurück. Empfangsmitarbeiter. Toll! Wir brauchen einen Assistenten für den Empfang. Stellen wir gleich einen ein. Öffne das Einstellmenü und wähle Assistenten aus, um dir die Bewerber anzusehen. Damit können wir leben. Obwohl, muss öfter zur Toilette. Romantiker? Nee, teuer. Nehmen wir nicht. Lehrer, an sich ist okay. Wir nehmen jetzt erstmal ihn hier. Ich nehme immer die mit den besten Eigenschaften. So. Ich brauche aber... Jaha. Toll, bevor wir offiziell die Türen öffnen, brauchen wir eine Arztpraxis. Patienten werden in jeder Phase der Diagnose einen Allgemeinmediziner besuchen. Der Allgemeinmediziner untersucht Patienten und entscheidet, ob sie zur Behandlung oder zur weiteren Diagnose geschickt werden. Bauen wir jetzt eine Arztpraxis. Zimmerbau. Um ein Zimmer zu bauen, musst du mit X das Menü aus der linken unteren Ecke des Bildschirms aufrufen, wähle dann Zimmer und navigiere mit Steuerkreuz oben unten in den Optionen, um eines aus der Liste zu wählen. Wenn du ein Zimmer ausgewählt hast, halte A gedrückt und bewege LS, um einen Grundriss mit der erforderlichen Größe zu zeichnen. Entschuldigung. Platziere dann die erforderlichen Objekte im Zimmer. Okay. Also hier wieder raus, da bin ich. Ich nehme übrigens immer Mindestgröße. Ich mache nie mehr. Und soweit ich weiß, es ist ganz geil, wenn die Patienten kurze Wege haben. Also alles vor die Tür kloppen. So, fertig. Hier, bitte. Jetzt brauchen wir einen Arzt. Dr. Woom. Ausgezeichnet. Wir brauchen jetzt einen Arzt für die Arztpraxis. Stell jetzt einen ein. Ja, wollte ich gerade schon. Grüner Daumen, das ist gut. Nehme. Gute Neuigkeiten. Ach so, Krankenhaus eröffnet. Gute Neuigkeiten. Unser Krankenhaus ist nun eröffnet. Die ersten Patienten kommen. Nach der Anmeldung an der Aufnahme werden sie zum Allgemeinmediziner geschickt, um sich diagnostizieren zu lassen. Okay, mach das. Den will ich schon mal nicht, den tun wir direkt weg. Hygienisch. Hygienisch ist gut. Eingestellt. Schmutzfink. Nope. Entertainer motiviert charmant. Willkommen im Team. Grantig. Nope. Positiv und Lehrer. Willkommen im Team. Nope. Grantig. Nope. Schlafmützig. Nope. Herzensbrecher, grüner Daumen. Positiv. Nein. Haltet mich für verrückt, aber nein. Stopp mal. Ich habe das zu Dings gemacht. Nachrichten. Wir haben unseren ersten Patienten diagnostiziert. Der Allgemeinmediziner hat dir eine Nachricht geschickt. Schau in der Nachrichtenleiste unten rechts nach. Wir werden wohl eine Apotheke bauen müssen, um Patienten zu behandeln. Ich drücke jetzt erstmal Pause. Nee, will ich nicht. Abbrechen, ja. Weil ich gerade noch gesagt habe, ich mache immer nur die Mindestgröße und dann mache ich hier so einen Scheiß. So. Einmal zurück. Nein, ich möchte nicht abbrechen. Ich möchte die Tür picken. Ja. So, fertig. Kopieren. So, ich habe eine Nachricht. Apotheke benötigt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Mörteln. Die Mörtelansteckung erfolgt meist im Badezimmer.
Glücklicherweise ist moderne Medizin bei der Behandlung sehr effektiv. In früheren Tagen musste der Befall unter Schmerzen herausgekratzt werden. Der Patient möchte sich behandeln lassen, dafür wird das folgende Zimmer benötigt: Apotheke. Die Konstruktion wird 7600 Geld kosten. Was möchten Sie tun? Bitten zu warten, wir sind immer noch im Pausemodus. Und wir bauen geschwind eine Apotheke. Aber wo? Hier. So. Bam. Apotheke. So, weiter geht's. Achso, wir müssen safe in die Einstellung gehen. Überblicksbildschirm. Im Geschäftsüberblick kannst du die Finanzen des Krankenhauses prüfen und die Personalübersicht, die Patientenübersicht sowie das Ereignisprotokoll einsehen. Außerdem kannst du die Bestenlisten studieren, um dein Krankenhaus mit denen anderer Organisationen zu vergleichen und die Auszeichnung zu sehen, die es in den letzten Jahren erhalten hat. Am Ende jedes Jahres findet die Auszeichnungszeremonie statt, nach der du zum jährlichen Geschäftsrückblick eingeladen wirst. Ja, ich wollte aber zur Richtlinie. Ich möchte 100% das weg und die anderen beiden an. Ja. Alles klar. Das sind so die Grundeinstellungen, die ich immer mache. Ich habe eigentlich einen Krankenpfleger. Was ist los hier mit dir, Troller? Arbeite. So, haben wir... Nein. Haben wir noch andere Troller? Nö. Schwimm mal vor. Sie hören Nigel Bickleworth. Auf Radio Two Point. Willkommen zurück beim Radiosender Ihres Vertrauens. Ich bin Ihr bedauerlicherweise völlig überqualifizierter Moderator, Sir Nigel Bickleworth. Ich bin hier, um zu informieren, zu unterhalten und ja, einen winzigen Hauch von Eleganz in Ihr tristes Dasein zu bringen. Falls Sie sich gerne einen bestimmten Hit, wie die Jugend heute sagt, bei mir wünschen möchten, zögern Sie bitte nicht, dieses Bedürfnis direkt zu unterdrücken. Ich habe keinerlei Absicht, mich solchen Zumutungen hinzugeben. Ist er fertig? Okay, danke, Nigel. Die Radiodinger, die sind zwischendurch ganz witzig, darum bin ich in dem Moment immer ruhig. So, Patient geheilt. Gut gemacht, du hast unseren ersten Patienten geheilt. Wir haben etwas Geld verdient und den Ruf des Krankenhauses verbessert. Dadurch werden wir neue Patienten gewinnen. Wenn ein Arzt oder ein Krankenpfleger einen Patienten behandelt, beeinflussen deren Fähigkeiten die Erfolgsaussichten. Bestimmte Krankheiten sind schwieriger zu behandeln als andere. Diagnostiziere und behandle weiterhin Patienten, damit wir genug Geld verdienen, um das Krankenhaus ausbauen zu können. Personaldurchsage. Wir haben soeben unseren ersten Patienten geheilt. Krankenhausruf. Der Ruf des Krankenhauses verbessert sich mit jedem geheilten Patienten. Wenn eine Behandlung aber fehlschlägt, verschlechtert sich der Ruf, insbesondere wenn ein Patient stirbt. Ein besserer Ruf lockt mehr Patienten und bessere Stellenbewerber an. Wisst ihr Bescheid? So. Hausmeister und Instandhaltung. Wir haben jetzt ein paar ziemlich teure Maschinen. Du solltest dir über die Instandhaltung Gedanken machen. Der Zustand von Maschinen verschlechtert sich mit der Nutzung, also müssen sie von Zeit zu Zeit gewartet werden. Verwahrloste Maschinen können ein Feuerrisiko sein. Feuer gelten gemeinhin als schlecht fürs Geschäft. Stelle einen Hausmeister ein, damit die Maschinen gewartet werden. Sorge dabei auch gleich dafür, dass überall Feuerlöscher aufgestellt sind. Vorsicht ist besser als Nachsicht, stimmt's? Feuerlöscher. Objekte. Feuerlöscher. Hier ein Feuerlöscher. Hier direkt noch einer. Patienten bei Laune halten. Die Zufriedenheit von Personal und Patienten ist für einen reibungslosen Krankenhausbetrieb wichtig. Patienten werden mit zunehmender Zeit gelangweilt, durstig und hungrig. Sorge dafür, dass sie Zugang zu Unterhaltungsmöglichkeiten, Essen und Getränken haben und bequem sitzen können, solange sie auf Termine warten. Wenn sie unzufrieden werden, gehen sie in ein anderes Krankenhaus. Alles klar. Objektplatzierung. Hier ein Getränkeautomat. Bedienen Sie sich bitte selbst. Einmal Schnecks.
sag gerne Schnecks, das ist ein schönes Wort. Ein Abfalleimer, der hier nicht mehr hinpasst. Schön. Kriegt die Anmeldung halt den Müll. So, dann... Könnt ihr hier Zeitung lesen. Hier eine Pflanze. Ich weiß nicht, warum es den Sonic-Baum gibt, aber hey. Jo, Pflanze. Bank. Bänke sind gut. Irgendwas habe ich abgeschlossen. Ungewollt. So, weiter geht's. Objektsteuerung. Objekt drehen. Drehe ein gehaltenes Objekt mit LB und RB. Objekt platzieren. Mit A kannst du ein gehaltenes Objekt platzieren. Objekt ablegen. Mit B legst du ein gehaltenes Objekt ab. Dies versetzt ein Objekt in deinen Besitz und dessen ursprüngliche Position zurück. Hebe ein Objekt auf. Wähle ein Objekt an und halte A gedrückt. Verkaufe ein Objekt. Hebe ein Objekt auf und drücke X. Freies Platzieren. Drücke, keine Ahnung, was für eine Taste. Um das gehaltene Objekt frei zu bewegen und zu rotieren, ohne dass dieses an irgendwelchen Punkten einrastet. Das übrigens, wenn man das hier zählt, dann geht es ja nur dahin. Hey! Personalenergie und Pausen. Die Arbeit ermüdet deine Mitarbeiter, sodass sie früher oder später eine Pause machen müssen. Ein Pausenzimmer hilft ihnen, sich zu erholen und dann mit neuer Kraft weiterzuarbeiten. Auch Getränke und Snacks sorgen für zufriedenes Personal. Wenn du ein Zimmer vergrößerst und es mit interessanten Objekten füllst, geht es als prestigeträchtiger. Menschen, die ein solches Zimmer benutzen, werden zufriedener. Ein schönes Pausenzimmer hilft deinen Mitarbeitern, sich schneller zu erholen. Okay, jetzt hör auf mit dem Brrrr, weil ich die Bank festgehalten habe. So, man kann jetzt natürlich so machen und dann kann man so, wir können mal näher rangehen, ne? Man kann es mehr hierhin machen, man kann es mehr an die Wand machen und all so ein Gespiele. Und so geht's halt nur so. Ist aber auch okay. So, baue ein Pausenzimmer. Eine Couch. So, reicht. Pausenzimmer. Wie der Name schon nahelegt, suchen Mitarbeiter das Pausenzimmer auf, wenn sie Pause machen. Füllen wir das Zimmer mit interessanter Ausstattung, damit sie sich vollständig erholen können, bevor ihre Pause vorüber ist. Hinweis, du kannst einen Mitarbeiter im Pausenzimmer platzieren, damit er eine Pause macht, oder in einem Arbeitszimmer, um ihn dort arbeiten zu lassen. Um einen Mitarbeiter aufzuheben, fahre mit dem Zeiger über ihn und halte A gedrückt. Nope. Oh, das gab gerade Kohle. Ein Job für Krause. Getränke und Snacks sind ein tolles Mittel, um Patienten bei Laune zu halten. Aber wenn keine Mülleimer in der Nähe sind, kann das Krankenhaus bald voller Abfälle sein. Da wir gerade beim Thema sind, Personal und Patienten können schnell mürrisch werden, wenn keine Toiletten vorhanden sind. Du solltest vielleicht ein hochwertiges Porzellan investieren. Hausmeister erfüllen folgende Instandhaltungsaufgaben. Verkaufsautomaten nachfüllen, kehren, Mülleimer leeren und Toiletten entstopfen. Klingt spaßig, darum bauen wir jetzt einen Pott. So. Auch Minimumarbeit. Bup. Ich überlege. Ja. Hier geht's nämlich nicht. Pott. Pott. So, dann wäre ja noch ein Waschbecken ganz. Neu im Fundbüro. Grüne Socke mit mittelgroß bis großem Loch. Ein Handtuchtrockner. Und eine Pflanze. So. Hier können wir übrigens auch eine Pflanze hinmachen. Ist schöner. So. Fertig. Wir haben einen Pott gebaut. Yay! Weitere Diagnosen. Wir haben Berichte über neue Krankheiten in der Stadt erhalten. Sie können schwieriger zu diagnostizieren sein. Wir müssen vielleicht ein neues Diagnosezimmer bauen. Wenn sich ein Allgemeinmediziner nicht sicher ist, wird er einen Patienten für weitere Diagnosen überweisen. Zimmer, allgemeine Diagnose. Hey, ich baue gerade.
Krankenhausstufe. Wenn du das Krankenhaus um neue Zimmer erweiterst und zusätzliches Personal einstellst, erhöht sich die Krankenhausstufe. Ein größeres Krankenhaus zieht mehr Patienten an. Wenn das Krankenhaus stärker ausgelastet ist, kann es zu längeren Warteschlangen kommen. Wir müssen mehr Arztpraxen und andere Zimmer bauen, um mehr Personal einzustellen. Und mehr Personal einstellen, um die Belastung durch zusätzliche Patienten zu bewältigen. Achte auf Warteschlangenwarnung über den Zimmern. Du kannst auch mit dem Zeiger über ein Zimmer fahren, um zu sehen, wie viele Patienten dort warten. So, lass mich jetzt bauen hier, Oppi. Plup. So, kurze Wege. Krankenpfleger zur Apotheke, bitte. Oh, der ist gut. Oh, was war ein Arzt? Nein. Reizbar. Nope. Nein. Nein. Unermüdlich. Unermüdlich ist gut. Unmotiviert. Nope. Positiv. Jupp. Klo-Koller. Nope. Grantig. Nein. Langweilig. Nein. Was ist mit ihm? Was will er denn? Diagnosebeschluss. Einer unserer Patienten, Kendall O., hat all unsere Diagnosezimmer abgeklappert. Wir sind uns mit der Diagnose aber nur zu 78% sicher. Wir können ihn bitten zu warten, bis weitere Diagnosezimmer verfügbar sind, das Risiko einer Behandlung eingehen oder ihn nach Hause schicken. Was möchten Sie tun? Wir schauen ja... Ja, wir können auch eine Station bauen. Eilmeldung. Eine seltsame neue Krankheit ist in der Stadt ausgebrochen. Helles Köpfchen. Wir werden teure neue Ausrüstung brauchen, um damit fertig zu werden. Treibe den Ausbau des Krankenhauses voran, um das Behandlungszimmer freizuschalten. Wir werden vermutlich auch eine neue Arztpraxis und zusätzliches Personal brauchen, um alles im Griff zu behalten. Jo, ich wollte aber erstmal eine Station bauen. Und... Die muss mal 3 sein, ne? Station ist... So, eine Kabine reicht. Entschuldigen Sie, gehen Sie bitte aus meinem Zimmer raus. Frau Takt. Holistics angewandte Naturheilmittel und Forschung, auch bekannt unter der erstaunlich passenden Abkürzung HANF, öffnet anscheinend eine weitere seiner naturheilkundlichen Einrichtungen für Leute mit mehr Geld als Gehirn. Zum Glück verfüge ich im gleichen Maße über beides. Alles klar. Station. In Station können Diagnosen erstellt und verschiedene Krankheiten behandelt werden. Die Aufnahme, Betreuung und Entlassung der Patienten nach erfolgreicher Behandlung erfordert einen Krankenpfleger. Statte eine Station mit mehreren Betten aus, um mehr als einen Patienten gleichzeitig behandeln zu können. Du kannst in dem Zimmereinstellung auch festlegen, wie viele Krankenpfleger hier arbeiten sollen. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn du viele Patienten hast. Neue Krankheit. Verklemmung entdeckt. Oh, darunter leider noch ganz viele. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Verklemmung. Lässt den Patienten nicht so schnell los. Betrifft viele lebende Statuen und Selfie-Spinner. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hier hinschicken. Apotheke. Ist halt lustig. Ein Krankenpfleger wird auf der Station benötigt. Hup. Oh, nicht weinen. Warum weinst du denn, kleiner Junge? Wer zur Station muss. Unermüdlich, schwache Blase, nein, grüner Daumen, langweilig, nope. Charmant und romantisch, von mir aus. Lustig, unhygienisch, nein. Hygienisch, Herzenbrecher, nein, nein. Inspiriert, hey. Krankenhaussterne, das Gesundheitsministerium von Two Point County ehrt die Errungenschaften aller Krankenhäuser des County.
Wenn wir ein Krankenhaus aufbauen, das sich der Probleme der Anwohner annimmt, wird dem Krankenhaus offiziell eine Sternebewertung verliehen. Das bringt uns diverse Vorteile. Jeder Stern bringt eigene Belohnung mit sich. Außerdem können wir dann weitere Krankenhäuser an anderen Standorten im County etablieren. Baue das Krankenhaus weiter aus, um eine 1-Sternwertung zu erhalten. Schmutzig, no, inspiriert, ja, do it. So, Kudos. Durch das Erreichen von Zielen und das Bewältigen von Herausforderungen verdient unsere Organisation Kudos. Damit können wir Zugang zu neuen Objekten erhalten. Schau dir die Objektliste an. Jedes Objekt mit einem Schloss kann mit K freigeschaltet werden. Und das Beste daran, wir können das Objekt dann in jedem unserer Krankenhäuser kaufen. Setz es überlegt ein. So, schauen wir doch mal. Kudos. Ich muss übrigens mal was nachschauen. Ob der Tara hier jetzt eigentlich drin ist. Oder nicht. Ja, er ist drin, alles klar. Okay. Ektobeutig ist übrigens auch voll gut. Ja, wir haben noch keine Entleuchtungsklinik. Habe ich noch nicht gebaut. Warten. Neue Krankheit, Bettengesicht entdeckt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt, Bettengesicht. Eine äußerst besorgniserregende Verzerrung des Gesichts, die durch komische Schlafpositionen verursacht wird. Ärzte empfehlen, die Schlafposition stets durch ein Bettwinkelmesser zu überprüfen. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hinschicken. Station! Bettengesicht habe ich auch morgens. Kennt ihr das, wenn man auf dem Bauch schläft, mit dem Kopf im Kissen und dann voll die komischen Abdrücke im Gesicht hat? Safe ist das Bettengesicht. Neue Krankheit, schlechtes Bauchgefühl entdeckt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt, schlechtes Bauchgefühl. Chronische Miesepetrigkeit aufgrund eines nihilistischen Grimmdarms. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hier schicken. Apotheko. Ich sage, es ist witzig. Also ich find's witzig. Schlechter Humor ist hier übrigens Voraussetzung. Ich könnte die Station eigentlich hier rübersetzen. Und hier die Entleuchtungsklinik hinbauen. Blup. Hausmeister zur Reparatur des Medikamentenmixers, bitte. Blup. Neue Krankheit, WC-Warzen entdeckt. Ein bisschen so wie Chlamydien, ne? Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt, WC-Warzen. Diese eklige Hautkrankheit wird durch schmutzige Toiletten verursacht. Sie kann durch einen teuren Medikamentencocktail aus der Apotheke geheilt werden. Oder durch Hexerei. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hinschicken. Apotheko. Da, ein helles Köpfchen. So, haben wir neue Leute. Lustig und faul. Nope. Motiviert und verschlafen. Nope. Unermüdlich und günstig. Willkommen. Hey, da war doch gerade noch ein zweiter. Lehrer, streitlustig. Nope. Klo-Koller. Nein, danke. Schnellmerker. Okay. Krantig. Nein. Okay. Wir haben überhaupt nicht so viel hier, Hausmeister. Erzähl mir bitte nicht sowas. So, was auch noch ganz geil ist. Plöpp. Personalliste. Nutze die Personalliste, um Personen schnell auf Basis ihres Berufs, ihrer Kompetenzen und ihrer Ausbildung zu finden. Prüfe, was jede Person aktuell macht und behalte ihre Zufriedenheit und Energie im Auge. Wähle jemanden in der Liste an, um zu dieser Person im Krankenhaus zu gelangen. Nutze die Filter, um jede Art Mitarbeiter gesondert anzusehen. Navigiere links, rechts neben jedem Mitarbeiter, um mehr Informationen anzuzeigen und drücke die Ich-weiß-immer-noch-nicht-wie-sie-heißt-Taste, um zwischen den Sortierreihenfolgen in der durchsuchten Kategorie zu schalten. Wechsle zum Gehaltprüfenbildschirm, um Gehälter und Gehaltsunfriedenheit für jeden Mitarbeiter zu untersuchen. Wechsle zum Aufgabenzuweisungsbildschirm, um zu bestimmen, welche Aufgaben jeder Mitarbeiter erledigen darf. Genau da wollte ich nämlich hin. Mitarbeitergehalt prüfen. Ist mir egal. Prüfe die Bezahlung deiner Mitarbeiter und ihre Gehaltsstimmung. Mitarbeiter, die befördert oder weitergebildet werden, erwarten ein höheres Gehalt. Ihre Gehaltsstimmung wirkt sich auf ihre Gesamtzufriedenheit aus. Das Gesicht neben dem Gehalt jeder Person spiegelt ihre Gehaltsstimmung wider. Um jemandem eine Gehaltserhöhung zu geben, wähle sein Gehalt aus und passe es an. Wähle Gehaltswunschzusagen, um allen Mitarbeitern eine Gehaltserhöhung zu geben, die sich derzeit unterbezahlt fühlen.
Aufgabenzuweisung für das Personal. Prüfe, welche Mitarbeiter für jede Aufgabe im Krankenhaus qualifiziert sind und bestimme, wer die jeweilige Aufgabe machen darf. Wenn du beispielsweise willst, dass nur die besten Mitarbeiter in der Praxis arbeiten, kannst du diese Aufgabe für Assistenzärzte bzw. Nachwuchskräfte deaktivieren. Standardmäßig dürfen alle Mitarbeiter alle Aufgaben erfüllen, solange sie dafür ausgebildet sind. Nutze die Felder, um die Aufgaben für jede Person zu aktivieren und zu deaktivieren. Das war mein Plan. Behandlung und Diagnose, na, ist nämlich voll gut bei der Entleuchtungsklinik. Den würde ich trotzdem bei allgemein lassen und den auch. Ist das der? Ich darf nur allgemein machen. Und der darf mit entleuchten. So, der macht safe. Achtung! Bitte geben Sie herumliegendes Kudosch an der Aufnahme ab. Vielen der Dank. Macht nur das. Wir haben Apothekenbock. Und wir haben zwei in der Station. Die können meinetwegen was sie wollen. Genauso wie die. Es folgt jetzt unser neues Format Picklewolfs Bewertungen. Heute nehme ich das neue Gourmet-Restaurant Le Soufflé Triste unter die Lupe. Welch ein Genuss für den verwöhnten Gaumen. Das Straußenrührei auf blanchiertem Toast ist ein ganz besonderer Genuss. 4 von 5 Salzstreuern. Das ist eine schöne Bewertung. So, warten wir mal ein bisschen ab, wie das hier ausschaut. Was man natürlich auch machen kann, ist hier auf die Schlange zu gehen, wenn der einen da ist. Und dann könnte man, wenn es nicht so schnell gehen würde. Also hier könnt ihr auch immer schauen, ne? So. Man braucht hier nämlich einen Arzt mit Diagnose in der Regel. Wo steht's eigentlich? Also eigentlich braucht man hier immer nur allgemein. So, aber hier zum Beispiel sieht man dann, um bessere Ergebnisse zu erzielen, wird zu Upgrades für die Maschinen benötigen, setze außerdem einen Krankenpfleger mit Diagnostikausbildung ein. Ihr dürft nicht hingucken, es ist ein Privatbrief, wisst ihr, ne? Geschätzter Krankenhausleiter, ein Sterne-Krankenhaus. Glückwunsch! Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Tupoint mit einem Stern, also einem von maximal 3 Sternen, bewertet. Ich habe zur Feier des Tages Ihre Akte aus meinem Mülleimer gerettet. Oh, freundlich. Bauen Sie Ihr Unternehmen in Hogsport weiter aus, um hier noch mehr Ruhm, Reichtum und Schnickschnack zu ernten. Wenn Sie es eilig mit der Expansion haben, können Sie auch ein neues Krankenhaus in Lower Bollocks eröffnen. Sie haben ganz allein die Wahl. Mit wohlriechenden Füßen grüßen Tarquin Foxbridge, Gesundheitsminister. Wir haben ein Krankenhaus in Lower Bollocks freigespielt und das Poster Erleuchtung. Wir machen jetzt hier aber, denke ich mal, einfach weiter. Ah, ich wollte den Ektobottich haben. So, wir haben 170 Kudosch. Ektobottich ist übrigens was, das müsste erst über dieses Supervirus-Netzwerk freispielen. Genauso wie diesen Enthaarer. Ja. Das Ding ist nämlich cool, wenn jetzt einer stirbt und Ette hier zum Beispiel jetzt den Geist aufsaugt mit seinem Staubsauger, dann schiebt er hier seinen Staubsauger rein. Hier ist dann die Geisteressenz drin. Und wenn irgendeiner eurer Angestellten, der Arzt oder so, keine Energie mehr hat, dann geht er hier hin, hält diese Pedals hier fest und dann ist seine Energie wieder aufgeladen. So, wir warten und wir warten. Sieht aber gut aus, ne? Nehmen wir eine Warteschlange. Ja. Radio Two Point. Unsere rasende Reporterin Sally Fick Blanket ist gerade mit ihrem Kamerateam von einer Reportage zurückgekehrt. Allerdings weiß ich nicht, worüber sie berichtet hat. Kein Mensch sagt mir hier auch nur irgendetwas. Ups.
Also manchmal verklicke ich mich hier ein bisschen. Die jährliche Prüfung steht bevor. Jährliche Prüfung. Oh nein, wir haben ihn nicht geheilt. So. Wir machen es schön spannend nacheinander. Arzt des Jahres geht an den Arzt mit der besten Leistung. Kandidaten werden anhand ihrer Behandlungserfolge, Diagnosepräzision und Forschungsbeiträge bewertet. Und. Jawohl. Die BIRB-Auszeichnung für Arzt des Jahres geht an. Hey. Er will mich doch verarschen. So, Krankenpfleger des Jahres geht an den Krankenpfleger mit der besten Leistung. Kandidaten werden anhand ihrer Behandlungserfolge und Diagnosepräzision bewertet. Georgina Kosnick, sauber. So, Hausmeister des Jahres geht an den fleißigsten und geschicktesten Hausmeister des Jahres. Na klar, Orbi-Stiftung. Leck mich am Arsch, Orbi. So, Assistent des Jahres geht an den Assistenten, der dieses Jahr die meisten Patienten versorgt hat. Wir sind's nicht. Schmutz. Arbeitgeber des Jahres geht an den besten Arbeitgeber, beruht auf Personalzufriedenheit und Ruf. Chaka. Safe wir. Hup, hup. Keine Todesfälle, eine spezielle Auszeichnung für Krankenhäuser, die im letzten Jahr keinen einzigen Todesfall verzeichneten. Ist einer gestorben? Ich weiß es nicht. Anscheinend nicht. Cool. Krankenhaus mit höchstem Prestige. Geht dann das Krankenhaus mit dem schönsten Arbeitsumfeld? Ich habe 3 Blumen. Es reicht nicht. Patientenpreis, eine besondere Ehrung, die von den Patienten selbst verliehen wird. Die Wahl wird in der Regel vom Behandlungserfolg und Ruf beeinflusst. Okay, 4 von 8 ist kein schlechter Schnitt. Bisschen Kohle kriegt man, bisschen Ruf, bisschen Kudos, glaube ich auch. Wie sieht's denn aus hier? Wir haben eine Heilungsrate von 91%. Unser Krankenhauswert liegt bei 177.000. Heilungsrate haben wir gewonnen. Ruf. 66%. Aber wir haben noch trotzdem ein paar gewonnen hier. Personalstimmung bei 67. Jährlich geheilt bei 32. Jährlicher Gewinn. Ach du Scheiße, sind wir weit unten. Minus 16.000. Sauber. Weniger als 0. Korrekt. Ja, sieht schlecht aus. Sieht ganz schlecht aus. Habe auch viel gekauft und gebaut, ne? Keine Warnung, keine langen Schlangen, Patienten, die gleich abhauen. Keiner ist kurz vor dem Tod. Das ist doch gut. Okay, unsere Preise und unser Bekanntheitsgrad sind am niedrigsten. Medizin am besten. Und darauf kommt's an. Ja, tatsächlich keiner gestorben. Cool. Ja, wir haben 4 Preise gewonnen. Insgesamt 20 Riesen damit gemacht. Und den Ruf verbessert. Geld. Personal. Patienten. Emily Ocean von Georgina Cosmic behandelten Station fehlgeschlagen. Georgina! Aber die hat gerade einen Preis gewonnen. Man darf ja auch nicht ganz so hart sein, ne? Irgendwer hat gepupst. So. Also merkt schon, es ist eigentlich echt witzig. Ich weiß nicht, macht das Sinn, das staffelweise zu machen? So für jedes Krankenhaus irgendwie... Staffel Hogsport Episode 1 oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich gucke auf jeden Fall, dass ich die Krankenhausnamen mit in die Titel schreibe. Wo man denn gerade ist. Dann würde ich sagen... Plöpp.
wir beenden die Folge für heute. So die Einführungsfolge mit sehr viel Vorgelese, sehr viel Geblubber. Und starten nächste Woche dann voll durch. Wie wir das machen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.